Hey ho, meine Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Aber auch schon relativ spät und bald müssen wir wieder los. Ich habe Alina mit dabei. Ich werde jetzt hier Holzlatten einfach bis zur Kante rüberziehen. Hier unten entlang eine festspaxen und dann von hier oben so schräg runter. Einfach von dem Plastiklump was drüber spaxen. Einfach so, dass der Dreck, ihr wisst Bescheid. Jo. Und dann räumen wir hier eigentlich bloß noch ein bisschen auf und so. Und das war's dann heute schon wieder. Rein theoretisch, aber vielleicht kommen wir ja später nochmal her. Naja, man wird sehen. Auf alle Fälle, ich lege jetzt los. Und jetzt muss ich bloß noch irgendwie das Plastikklump so schräg dahin spacken. Dann kann der den Scheißdreck behalten. Ja, mache ich jetzt der erste, zweite. Dann ist schon wieder gut. Dann reicht's auch für heute auch. Hauptsache das Ding hält irgendwie nachher. So Leute, jetzt kann ich ja endlich meinen Müll aufräumen. Und die Theke wieder oder die Anrichte oder die Arbeitsplatte wieder aufräumen. Weil draußen kann jetzt der Dreck hemmungslos zum Nachbarn rüberfliegen. So, ich hoffe, dass da nichts mehr rüberkommt. Ansonsten müsst ihr da oben auch noch was hinmachen. Da könnt ihr ja so oder so noch ein Brett hinmachen. Irgendwas finde ich schon noch, dass ich hier, ja, hier noch was drüber. Waagrechtes Brett. Da finde ich schon noch was. Doch. Schon mal abgespült. Ja, das wird jetzt dann demnächst auch ausgerichtet, dass das sauber steht. Vielleicht auch noch eine andere Platte dahin. Da hinten flackt ja noch genügend Zeug, dass wir das hier alles ordentlich haben. Die Steine kommen alle noch hinter die Hütte, dass das hier mal weg ist dann. Ein paar brauche ich ja schon demnächst. Weil ich habe heute noch was eingekauft. Hier ist so ein Anti-Unkrautgewebe. Weil ich habe jetzt beschlossen, hier den vorderen Streifen ja noch mal ein klein bisschen runter zu graben. Also nicht viele blasse Stücke. Dann das Unkrautgewebe dahinlegen, schön auslegen. Das geht auch bloß bis hierher. Erst einmal, bis das nächste Quecksäusel kommt. Und dann das mit dem Schotter, was wir da hinten liegen haben, auffüllen. Weil den kleinen Streifen extra ansehen, Gras mähen immer, nee, das tun wir uns nicht an. Absolut nicht. Aber das ist eine andere Geschichte wieder. Heute nicht mehr. Theoretisch. Leute, wir müssen jetzt leider erst einmal fahren. Aber ich denke, wir kommen heute nochmal einen Sprung raus. Weil ein paar klitzekleine Sachen will ich heute noch erledigen. Weil ich wollte heute auch mal noch den Spalto ausprobieren. Und das seht ihr auf alle Fälle noch. Jo. Bis nachher gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Manu ist auch mit dabei und die Kleine. Und ich habe ja gesagt, ich will den Spalto ausprobieren. Das wollte ich schon lange mal machen. Genau das mache ich jetzt hier. Genau da. So, Spalto Power. Aber ich habe hier noch einen Riesenprügel und dazu hole ich mir anderes Hämmerle. Oh, du gehst gewaltig vor, ha?
Aha. Okay. Wo hast du den gekauft? Der ist von der Grillshow. Auch ein Grillkanal. Und die verkaufen den auch. Nennt sich Spalto. Geiles Teil. Besser wäre es halt, ich hätte jetzt einen. Du musst ja fest, dass was draufsteht, ja, ja. Weil das Spiel. Das hat kommt schon noch. Kommt schon noch. Mhm. Gut. Sonst alles in Ordnung? Ja. So, aber das reicht mir schon an Kleinholz. Nächste Kleinigkeit für heute erledigt. Leute, allein an diesen Scheiben haben wir immer komplett dreckige Schuhe gehabt zum Reinlaufen. Ja, irgendwann werde ich die, ist eigentlich eine Unkrautsperre, durch, wasserdurchlässig. Irgendwann brauche ich die jetzt sowieso noch für den kompletten Platz, aber jetzt momentan einfach doppelt gelegt. An der Ecken hier mit wie heißen sie? Heringe. mit so blöden Fischen gesichert und fertig. So, und jetzt wollte ich nämlich noch meine Lampe machen. Mein LED-Schraller, dass der auch wieder aktiv ist. Oder dass wir hier einen aktiven haben, wenn wir mal abends filmen. Ja, aber wo habe ich meine Lüsterklemmen hin? Ich weiß, die habe ich mitgebracht und habe sie irgendwo hin, aber ich weiß nicht mehr wo. Was ich noch reaktiviert habe, also meine guten Solargartenfackeln. Ja, die sind jetzt zweieinhalb Jahre auf dem Kopf gestanden. Jetzt müssen wir erst einmal gucken, ob es das Ding verpackt vom Akku, vom Aufladen her, oder ob ich neue Akkus neu machen muss, weil dann muss ich sie dann komplett zerlegen und erst einmal gucken, wie man da hinkommt, weil so sind sie verklebt. Also. So Leute, also bevor ich das heute nicht alles verbaut habe, mache ich heute keinen Feierabend. Zwei Lüsterklemmen, ich weiß nicht, wo meine anderen sind, die habe ich jetzt einfach aus einer Leitung rausgemacht hier, wo die Außenbeleuchtung war, und ja, mache jetzt einfach hier rein. Schalter zwischen rein. Fertig. So mache ich das jetzt. Ha, habe fertig und jetzt teste ich aus. So, erst einmal Strom einschalten, alles hinter mir umschmeißen. Genau. Ach, das ist Bild runtergeflogen. Ach, wo steckt man ein? Steckt man hier unten ein? Die wäre wahnsinnig. Hey, Alina mit Beleuchtung! Sehr schön, es funktioniert. Jawohl, jawohl. Sehr schön, sehr schön. Wir können auch Videos am Abend machen. Genau. Sehr geil. So, und? Das war's jetzt für heute. Leute, ich sag Tschaikowski. Was ich alles gemacht habe, habt ihr ja gesehen, und ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, und die Manu kommt jetzt einfach noch mal mit zu mir, dass man die wenigstens einmal im Video gesehen hat heute. Jo, du darfst jetzt auch noch Tschüss sagen, und die Alina darf auch noch mit herkommen. Wenn sie möchte. Jo, genau. Also Leute, wir sehen uns. Ciao, ciao.